Ach du Heil, da gibt's ja richtige Entwicklungsbäume. Boah, alter Vater. Gut, ja. Dann esse ich jetzt mal die Herzen. Da kaufe ich erstmal. Das war das, wovon, was ich angesprochen hatte. Okay, mit L2, R2 kann ich zwischen den ganzen. Oh, ich habe eine Trophäe bekommen, sehr schön. Kann ich die ganzen Talentbäume wählen. Das sieht für mich aus, als wäre das hier ein Waffenstrang, um meine Waffen aufzupowern. Was ist das? Health Executions gehören. Was ist das? Ich guck gerade mal. Das sieht aus wie. Was war das mit Hitman? Das sieht nach so Regeneration aus. Sowohl Munition als auch Leben, als auch Darkness Power, so wie es aussieht. Das hier sieht ganz interessant aus, weil ich da nämlich mehr Essenz bekomme. Oh, das würde ich, glaube ich, mal nehmen. Das auf jeden Fall. Das mit den Relikten auch, ja. Dann gibt es noch den. Das sind, glaube ich, so wie es aussieht, Fähigkeiten für meine Dämonenarme. Oder generell Darkness-Fähigkeiten. Was ist das? Und das ist, glaube ich, Heart of Darkness. Das ist doch schon gut. Irgendwelche sonstigen Fähigkeiten, keine Ahnung. Wahrscheinlich, womit ich jetzt nichts zu tun habe, wie zum Beispiel hier so ein Schwarm. Dann ist hier noch ein Gun-Channeling. Oh mein Gott, ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe noch so viele Sachen. Ah, ich hab. Oh, ich hasse sowas, echt, ey. Dark Blast, Dark Armor. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich benutze momentan den Arm so gerne, deswegen nehme ich, glaube ich, mal den Arm zuerst. Was? Wie teuer sind die denn jetzt auf einmal? Oh mein Gott, okay. Ich glaube, ich kann meine Wahl, ja. Das ist auch 1000, mein Gott. Gut, ich warte erstmal. Okay, der will, dass ich mich wieder. Ah, okay, jetzt kann ich hier schon mal direkt mein erstes Herd essen. 6 gibt's gerade mal. Ah, ich will aber, glaube ich, die Uzi haben, ne? Weil die ist halt automatisch. Ja, ich habe meine Waffen weggeschmissen, ich weiß. So, okay. Oh, das Spiel ist so geil, echt, ey. Ja, komm, dann gib uns einen Weg. Ah, okay. Wie nett ich aber auch zu den Darklings bin. Letztens habe ich gar nicht mit denen gesprochen. Oh, was ist los? Ah, oh, geil. Ja, he's here, bitch. Fuck you. Oh mein Gott, das ist so brutal, das Spiel. Weißt du was, ich nehme ihn einfach mal. Zack. Und Anaconda. Oder? Nein, Headwhip, auch gut. So, baller mal ein bisschen drauf los. Ducking Assist, sehr gut. Entschuldige bitte. Ich glaube, diese, wenn ich die zuerst nehme, die geben am meisten Essenz her. 30, aber jetzt kann ich erstmal schön die Herzen essen. Im letzten Teil haben die mir auch schon geholfen, mich weiterzuentwickeln. Ah, so viel Zeit muss sein. Ah, hier geht's nicht, weil da ist irgendwo Licht. Zack. Ach, Licht zu zerstören gibt mir auch Essenz. Perfekt. Ja, habe ich das Herz schon? Okay. Aber die habe ich noch nicht. Herzen zu essen, das wird auch meine Lebensenergie wieder regenerieren, sehe ich gerade. Und die habe ich schon. Oh mein Gott, kann ich das Ding nehmen hier oder was? Ups, Entschuldigung, falscher Knopf. Nein, ich habe da jetzt gerade irgendwas. Ich bin Houdini. Stirb! Ah, ich glaube, ich schleiche mich gleich an dich. Also schleichen. Das heißt schleichen. Ich habe genug Energie. Dann nehme ich einfach mal hoch. Zack. So, erstmal gestunt schön. Ach so, der Swarm. Dann stunne ich die quasi alle. Das ist natürlich sehr praktisch. Weil dann kann ich die direkt mit diesem Monster, mit diesem Fatality-Move, kann ich die dann. Wo ist der hin? Ach, da. Ich will dich stunnen und jetzt. Oh, ich liebe das. Wishbone, nicht Fishbone. Ich liebe das, wenn man sich aufleveln kann. Aufleveln ist das Geilste überhaupt. Echt. Oh mein Gott, ich habe mich jetzt schon wirklich in das Spiel verliebt. Also ich bereue das Geld auf keinen Fall, was ich hierfür ausgegeben habe. In England war es übrigens 10 Euro billiger. Ich habe es, glaube ich, für 45 Tacken gekriegt. Die Limited Edition, wohl bemerkt. Warum bin ich so langsam?
Ah, Licht. Ja, okay. Ich mache mal das Licht kaputt, weil es gibt auch wieder einen Punkt her. Wo ist das Licht? Okay, da komme ich nicht dran, also muss ich das so machen. Ich versuche ja immer Munition zu sparen. Wo, da. Ah. Die wissen doch nicht von ihrem Glück. So, und. Pup, Anaconda, zack. Und wieder 30 mehr. Oh, das ist so ein geiles Spiel. Oh, ich krieg gerade, glaube ich, 5 Orgasmen oder so. Soll ich euch auch töten? Seid ihr lieb? Ich glaube, die sind lieb. Okay, ich muss die Verfolger in die U-Bahn verfolgen. Nicht! Du sollst den töten, du Penner! Bist du noch gestunt oder so? Ich habe die Herzen gar nicht gegessen, ich Vollidiot. Ey, was macht der da? Ich glaube, der hat einen epileptischen Anfall. Oh mein Gott, ist das geil! Oh, stirb! Oh, selbst das gibt 10 Punkte. Wow. Ich bin gerade ein bisschen reizüberflutet, deswegen, ich werde wahrscheinlich Sachen viel später sehen, als ihr sie gesehen habt. ich bin gerade so begeistert von dem Spiel. Ey, warum ist die Leiche verschwunden? Ich wollte das Herz essen. Das habe ich schon, okay. Fahrertür. Ich mag es doch einfach, die Welt hier zu zerstören. Gut, ich komme auch nochmal kaputt. Ist hier irgendwo Licht? Da ist Licht. Okay, man kann es scheinbar nicht zerstören. Okay, ich müsste eigentlich in die U-Bahn, aber ich bin hier gerne eigentlich noch ein bisschen. Give him hell, Jackie. Winnie. Auch ein Winnie und du bist Fat Tony. Fat Tony heißt, glaube ich, jeder. In jedem Spiel heißt einer Fat Tony. Ah, Simpsons, genau. Simpsons war das. Richtig. Ist kaputt, die Lampe. Ich suche gerade noch irgendwo, ob ich irgendwo vielleicht einen Erfahrungspunkt sammeln könnte. Oh mein Gott, ist das schön. Ja, tut mir leid, ich brauche immer ein bisschen länger bei meinen Let's Plays, ne? Habe ich ja schon gesagt, weil ich gerne alles auskundschafte und relativ vorsichtig bin. Okay. Wo ist das Licht? Wo kommt das Licht her? Bist du das Licht? Du bist das Licht, okay. Die U-Bahn war im ersten Teil übrigens auch, ich bleibe hier nochmal kurz stehen, bevor ich weitermache, ein ziemlich wichtiger Punkt, weil da hatte die Darkness keinen Einfluss auf uns. Wir konnten sie nicht rufen. Es war alles zu unschuldig, hat die Darkness immer gesagt. Und in der U-Bahn, da hat sich auch wirklich ziemlich viel abgespielt. Man konnte nämlich zum einen den Fernseher anmachen. Und bei diesem Fernseher, da gab es glaube ich 12 Kanäle oder so, wo teilweise komplette Filme waren. Da war, das habe ich durch Abonnenten von mir erfahren, die das Let's Play vom ersten Teil angeschaut haben. Da gab es den kompletten Film Nosferatu. Man konnte sich stundenlang davor setzen und irgendwas gucken. War total geil. Und man konnte auch an Telefonzellen irgendwelche Telefonnummern anrufen. Ich weiß nicht, ob es hier jetzt auch ist. Wir werden sehen. Es war auf jeden Fall bei einem Obdachlosen. Und bei dem Obdachlosen war ein Einkaufswagen, da war der Fernseher drin, da habe ich mich gefragt, wie kommt denn der Fernseher an Strom? Oder die haben darauf sogar geachtet, dass sie dann eine Autobatterie angebaut haben, wo dann der Fernseher an Strom kommt. Total geil. So, ich mache jetzt einfach weiter, bevor ich euch jetzt hier doch mehr zulaber. Ich nehme hier lieber mal was mit. Ah, hier ist noch so ein. Ah, okay, das ist ein. Okay, ich kann. Im ersten Teil war das anders, da gab es auch diese Darkling Respawn-Punkte, da konnte ich mir aussuchen, was für ein Darkling ich haben wollte. Es gab 4 verschiedene. Jetzt werden die scheinbar automatisch gespawnt. Okay, das ist natürlich sehr schön. Die Ladezeiten sind viel kürzer als im ersten Teil. Was ist das? Achso, das ist nur Schnaps, okay. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Ja, die Ladezeiten im ersten Teil waren immer dadurch, wurden dadurch überspielt quasi oder angenehmer gemacht, dass der Jackie dann irgendwas aus seinem Leben erzählt hat. Fand ich ganz gut. Ja, komm. Das haben wir auch schon tausendmal gesehen. Bäm! Also die Darkness kann man diesmal. Okay, die bla bla bla, die Regeneration meiner Darkness-Kräfte und der Energie funktioniert natürlich nicht im Licht. Achso, okay, ich habe gerade das Telefon redet mit mir. Kann ich da auch durch? Ne, leider nicht, ich bin zu groß. Okay, müssen wir erstmal das Licht ausmachen. Bäm! Ich glaube, ich habe gerade wieder irgendeinen Satz begonnen, habe den nicht beendet. Tut mir leid. Ich lasse die Unschuldigen mal in Ruhe. Auch wenn ich mir Erfahrungspunkte geben würden. Ich bin ja eigentlich ein lieber Kerl. So, einmal gestunt. So, und. Ich habe dich doch gestunt. Ah, mein Darklicher Licht. Licht ist scheiße, scheiße. Fuck, ich hab's total vorbei. So, erstmal schön Licht ausmachen. Zack, zack. Ich will jetzt natürlich schon so viele Erfahrungspunkte wie möglich bekommen. Nein! Verdammte Scheiße, ich hab's gefallen.
Erstmal Herz essen. So, gib mir Energie wieder. Was? Was ist das? Okay, das ist nur die Waffe. Ah, Knarre ist jetzt nicht so mein Fall. Warum habe ich eigentlich zwei Knarren? Nein, der ist kaputt. Warum ist der kaputt? Mann. Das ist doch scheiße. Wo kommt das Licht her? Das Licht vom Fernseher oder was? So, zack. Oder war es das gar nicht? Das mache ich kaputt. Nehmen wir mal das Paket hier mit, was auch immer sein soll. Postkasten oder sowas. Gibt es hier auch Relikte? Ist das schon neues? Ja, hier ist schon neues Level, okay. Kann ich Türen öffnen? Kann ich Türen auch normal öffnen? Kann ich die nur kaputt machen? Okay, ich weiß es nicht. Die kann ich nicht kaputt machen, weil es nicht geleuchtet hat. Na gut, hier scheint kein Relikt zu sein, oder? Stirb! Ich muss alles kaputt machen. Passe ich überhaupt durch mit meiner fetten Darkness? Ja, sehr gut. Ich möchte keine Unschuldigen töten. Doch, fick dich. So. Ich kann scheinbar auch noch andere Exekutionsmöglichkeiten ausführen. Die kann ich wahrscheinlich noch frei. Und da hinten sehe ich, dass ein. Der Darkling gerade irgendwo hingepisst hat oder was? Oh, wie geil. Oh, Mann. Ey, Darkling, komm her, ich liebe dich, will dich doch umarmen. Habe ich gerade von mir das Herz. Okay, da. Da sehe ich das Relikt. Das ist eine Fähigkeit, die ich gerade freigeschaltet habe. Ich darf nicht vergessen, hier die Herzen zu essen, weil hier ist es eigentlich noch wichtiger als im ersten Teil. Da unten ist es. Ich muss da irgendwie hin. Ich hatte gerade irgendwie eine Parallele zu The Dark, Dark Section, zu Condemned. Weil da muss man immer die Radiosender hier einstellen. Da haben wir Informationen bekommen und dafür hat man dann irgendwelche Fähigkeiten bekommen. Oh, ich muss da hin irgendwie. Die U-Bahn-Stationen sind noch aufgebaut, genau wie im ersten Teil. Schönes Feature, finde ich. Auf sowas oh mein Gott! Das ist also Wishborn. Gut. Nichts nicht gehen. Head whip. Whip it! Oh mein Gott, es sind schon ein paar mehr. Nein, ich habe Unschuldigung gebracht. Das war keine Absicht, wirklich nicht. So. Und wieder Head whip. Wir geben alle 30 Punkte. Ich glaube, ich esse mal ein paar Herzen erstmal. Ich würde gerne. Dann hat er kein Herz mehr oder was? So, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer. Wo ist dein Herz? Da ist doch dein Herz, oder nicht? Ach, leck mich doch am Arsch. Komm, ich schmeiß mal ein bisschen rum. So, vielleicht hast du jetzt ein Herz. Mein Herz tanzt. Was kann ich aufnehmen? Defender? Was ist der Defender? Oh yeah. Gute Idee, die aufzunehmen. Hast du jetzt ein Herz? Ich kann hier viel zu viel aufnehmen. Ich bin immer total verwirrt, wenn ich was sehe. Kann ich auch kaputt machen? Nein, aber ich kann einen Kratzer nicht reinmachen. Finde ich gut. Okay. Ah, hier ist das Relikt. Sehr schön. Was ist das? Sieht nach einem Horn oder so aus. Lament. Ach, Moment. Ich bin so ein Haufen. Kann ich irgendwo vielleicht mein Dings hier sehen? Mein Stammbaum, sag ich schon. Die, beiden Fähigkeiten, die ich nämlich gekauft habe hier, dass ich mehr Essenz kriege und dass ich die Relikte jetzt sehe. Das sind Fähigkeiten von Limited Edition. Jetzt fällt es mir wieder ein. Aber ich muss jetzt nicht U-Bahn fahren, oder? Darf ich überhaupt U-Bahn fahren? Ist hier irgendwo eine Tür offen oder stehst du einfach nur blöd in der Gegend? Ach, ich kann ja nicht mal. Ich kann ja mal sprinten. Aber schade, dass die Telefone abgestellt sind. Vielleicht später. Ich glaube, ich bin so langsam in dem Spiel, das ist mir gerade aber ziemlich wumpe. Ich könnte eigentlich was kaufen, ne? Hör mal genug. So, ich glaube, ich werde jetzt mich erstmal auf die Exekutionsmöglichkeiten ja, spezialisieren. Ich lese gerade dabei, deswegen. Ich werde aber immer, also das, was ich freischalte, werde ich vorlesen. Keine Angst. Aber wieso kann ich jetzt. Okay, so geht das. Alles klar. Ist es das? Ist es das? Ist es das? Okay, das ist der Waffen. Okay, das ist Shotgun, so wie es aussieht. Oh mein Gott! 200 Weapons, Explosive Rounds. Ach du heilige Scheiße. Das ist natürlich auch ziemlich fetzig, muss ich sagen. Okay, das sieht nach Haze Health Execution Upgrade. Da kriege ich scheinbar auch Energie von, wenn ich jemanden exekutiere.
Okay, dadurch kriege ich dann noch extra Munition, vielleicht auch mehr. Ich glaube, ich mache das, ja. Also die Hitman-Exekution, wenn ich halt die Gegner, die gestunten Gegner anfasse oder nehme, geile Sau. Wenn ich dann viel drücke, dann mache ich die Hitman-Exekution und bekomme extra Munition. Ja, gut, komm. Ach so, okay, dadurch kriege ich durch die Exekution ein bisschen Energie zurück. Was ist das hier? Dann kriege ich noch. Achso, wenn ich das machen würde, kriege ich noch mehr Energie zurück. Aber ich werde jetzt erstmal das machen, damit ich eine neue Exekutionsmöglichkeit habe. Und jetzt kann ich auch das da machen. Nee, doch nicht, weil das ist gerade so aufgeleuchtet. Deswegen dachte ich. Aber ich denke mal, ich mache zuerst mal den, The Demonic Shield. Ich muss erstmal das überhaupt mal freischalten, Mann. Ja. Ich werde erstmal diesen Gang hier machen. Gang ist